Heute machen wir gebratenes Thunfischsteak mit Süßkartoffel, Limon-Chili-Püree und Wasabi-Gurken. Für das Gericht brauchen wir ein Stück Thunfisch, eine Limone, eine schöne Salatgurke, eine Süßkartoffel, das Wasabi, etwas Chili, gerösteten weißen Sesam, Togarashi, weißen Balsamico, Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Butter. Also, als allererstes backen wir die Süßkartoffel bei 180 Grad für etwa 45 Minuten, bis sie schön weiß sind, mit der Schale, damit sie die Farbe nicht verlieren. Und in der Zwischenzeit fangen wir einfach schon mal mit dem Gurkensalat an. Für den Gurkensalat brauchen wir die Gurke gar nicht schälen. Die wird einfach bloß einmal abgewaschen. Den Strunk abschneiden und in dünne Scheiben schneiden. Die Gurkenscheiben geben wir dann in eine Schüssel. Wer die Gurken jetzt nicht von Hand schneiden möchte, kann die auch zum Beispiel mit einem Hobel einfach runterhobeln. Das geht vielleicht auch schneller. Dann nehmen wir etwas weißen Balsamico, Pfeffer, einen Schuss Olivenöl, Salz. Bei dem Wasabi immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht jeder mag es so scharf, dann lieber erstmal ein bisschen weniger nehmen. Und nochmal nachwürzen dann. Wasabi ist eine japanische Meerrettich-Art, die es auch fast da nur zu kaufen gibt. Die kann man sich auch mittlerweile hierher bestellen. Die ist halt bloß sehr teuer und er hält halt auch nicht so lange, wenn er sich frisch verarbeiten lässt. Deswegen bekommt man hier halt eher die Pastenvariante, das heißt entweder als fertig angerührte Paste oder als Pulver, dass man dann halt einfach selber anrühren kann. Wenn das Ganze dann vermengt ist, einmal kurz probieren. Soweit schon ganz gut, noch ein bisschen mehr Salz. Und dann wird das Ganze bloß nochmal abgedeckt und kalt gestellt erstmal. So, während der Gurkensalat durchzieht, dürfen dann auch irgendwann die Süßkartoffeln fertig sein. Dann nehmen wir eine raus. Vorsicht, heiß. So. Die lässt sich jetzt, wenn sie dann auch weich ist, sehr leicht schälen, dass man die Schale einfach bloß so runterdrehen braucht. Die Süßkartoffel zu backen, anstatt sie zu kochen, hat den Vorteil, Süßkartoffel, wenn sie im Ofen gemacht wird, wässert nicht so aus, behält halt mehr Geschmack und vor allem auch mehr Farbe. Und dann kommt da einfach in den Mixer zusammen ein kleines Stück Butter, wieder etwas Pfeffer, Salz. So, bei der Chili, genau wie bei dem Wasabi, lieber am Anfang erstmal etwas vorsichtiger und dann im Nachhinein lieber nochmal nachgeben. Von einer unbehandelten Limette den Abrieb. Hier auch nicht zu doll abreiben, weil das Weiße bei der Limette ist wie bei der Zitrone, nur bitter. Und das wollen wir ja nicht. So, etwas Limettensaft dazu. Dann was von dem Togarashi. Togarashi ist, kommt auch aus dem japanischen Bereich. Das ist so eine Gewürzmischung aus verschiedenen Pfeffersorten, Mohn und etwas Chili. Das hat auch so einen leicht schärflich frischen Geschmack. Das heißt, es kommt dem Chili und der Limette dabei sehr entgegen. So, und dann den Mixer anmachen, das Ganze einfach schön cremig mixen. Es geht bei der Süßkartoffel relativ schnell, dadurch, dass sie mehr Wasser wie Stärke enthält, im Gegensatz zu einer normalen Kartoffel. Ist die Kartoffel so weich, dass man sie fast schon mit einem Schneebesen weich bekommt. So. Kurz nachmixen. Wenn man jetzt weiß, man will, sobald das Püree fertig ist, auch das Essen fertig machen, reicht es, wenn man das heiße Süßkartoffelpüree in eine Schüssel gibt, Alufolie drüber legt und einfach warm macht, warm hält. Ansonsten, wenn man sich das vorbereitet, einfach im Topf mit nochmal ein bisschen Butter langsam warm rühren, Süßkartoffel brennt schnell an. So, das Süßkartoffelpüree ist fertig, der Gurkensalat zieht durch. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ziel angekommen. Jetzt nehmen wir unseren Thunfisch,
Dann wird er entweder in einer heißen Pfanne die Pfanne schön vorglühen lassen, erst dann das Pflanzenöl. Oder wenn wir das Öl in die kalte Pfanne geben, verbrennt uns das Öl, bevor die Pfanne die richtige Temperatur hat. Und dann wird der Thunfisch einfach nur ganz kurz von allen Seiten einmal kurz angebraten. Der Thunfisch ist ja generell ein sehr beliebter Fisch, der wird ja auch viel für Sushi verwendet. Deswegen braten wir den auch gar nicht durch, weil sonst würde er ja am Geschmack verlieren. Das heißt, er sollte im Kern schon noch roh bleiben. Wichtig ist vielleicht auch immer so ein bisschen zu gucken, woher kommt er, beziehungsweise auch im Auge zu behalten, wann der Thunfisch vielleicht extrem überfischt worden ist, dass man da nicht so viel, also dass man den dann halt nicht verwendet, sondern vielleicht lieber auf einen anderen Fisch zurückgreift. So, während der Thunfisch brät, können wir schon mal anfangen, den restlichen Teller anzurichten. Das heißt, wir nehmen den Gurkensalat. Wenn er jetzt eine Stunde gezogen hat oder länger, einfach nochmal probieren, ob sich was verändert hat im Geschmack. Ob man den nochmal nachwürzen müsste. Hier in dem Fall ist jetzt okay. Süßkartoffelpüree. Da ist drei schöne Nocken von. So, Thunfisch sollte mittlerweile auch fertig sein. Den schneiden wir jetzt einfach bloß noch in etwas dickere Scheiben. Setzen den auf die Gurken. Dann mit dem gerösteten Sesam bestreuen. Hier haben wir jetzt Sojasoßenreduktion. Das ist einfach bloß eingekochte Sojasauce mit Zitronengras, Limonenblättern, etwas Chili. Da würde ich eher die salzarme Variante von der Sojasauce nehmen, einfach, dass der Salzgeschmack nachher nach dem Einkochen nicht ganz so stark ist. Dadurch spart man sich dann nachher auch einfach das Salz beim Thunfisch, wenn man das mit der Reduktion macht. Man kann aber auch einfach mal Salz nehmen. So, ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Appetit bekommen beim Zugucken. Vielleicht möchten Sie es ja selber ausprobieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de